Name ist Anne Roth. Ich bin 46 Jahre alt. Ich lebe in Berlin. Und mein Job ist es, anderen Leuten zu erklären, wie Verschlüsselung funktioniert und warum es sinnvoll ist, sich gegen Überwachung im Internet und in der digitalen Kommunikation zu schützen. Viele Leute wissen zwar mittlerweile, dass die Überwachung stattfindet, wissen, dass wir Spuren hinterlassen, wenn wir digital kommunizieren, wenn wir im Internet unterwegs sind. Aber ganz viele wissen nicht so richtig, wen sie eigentlich fragen können, wo sie sich Hilfe suchen können und ob wirklich das, was sie in ihrem Alltag tun, für irgendwelche Geheimdienste wichtig und interessant ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns klar machen, dass diese Überwachung stattfindet und dass diese Überwachung deswegen gefährlich ist, weil sie aus vielen kleinen Puzzlesteinen unseres Alltags manchmal Bilder zurechtzimmert, die gar nicht dem entsprechen, wer wir wirklich sind und was wir tun. Diese Überwachung führt dazu, dass Unternehmen, aber auch Behörden über uns Profile sammeln und über uns Daten sammeln und hinterher irgendwelche Interpretationen davon möglicherweise uns gefährlich werden, aber vielleicht auch anderen. Das betrifft beispielsweise Journalisten und Journalistinnen, die mit Quellen arbeiten. Das betrifft aber auch Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten. Das sind die Leute, mit denen ich vor allen Dingen arbeite. Aber ich glaube, das betrifft auch alle Leute in ihrem Alltag. Und deswegen ist es wichtig, dass sich für uns Politikerinnen und Politiker, aber auch Leute, die Software herstellen, Unternehmen dafür einsetzen, dass wir geschützt im Internet kommunizieren können, weil nur das wirklich zu Meinungsfreiheit beiträgt. In dem Moment, wo wir wissen, dass wir überwacht werden, verändern wir unser Verhalten. Das ist keine neue Erkenntnis, das ist klar. Es gibt mittlerweile Erkenntnisse, dass seit Edward Snowden begonnen hat, Informationen über die Überwachung von NSA und dem britischen Geheimdienst bekannt zu machen, über 50% der Menschen in irgendeiner Weise ihr Verhalten verändert haben. Das bedeutet, dass wir nicht tatsächlich mehr eine Meinungsfreiheit haben. Und ich setze mich politisch dafür ein, aber auch in meinem Alltag und in meiner Arbeit, dass Menschen wieder zu dieser Meinungsfreiheit zurückkommen können, dass wir uns digital unterhalten können, mit wem und wie und über was wir wollen, ohne dass wir Gefahr haben und ohne dass wir befürchten müssen, dass das irgendwie zu unserem Nachteil ausgelegt wird. Ich finde wichtig, dass wir alle, wenn wir können und wenn wir dürfen, wählen gehen, auch zur Wahl, bei der Wahl zu diesem Europäischen Parlament. Ich glaube, dass die Wahlen nicht das alleinige Rettungsmittel sind, was uns vor der Überwachung schützt, aber ich glaube, dass gerade in dieser Situation wichtig ist, dass das Europäische Parlament eine starke Position einnimmt für mehr Datenschutz gegen Überwachung, dass die Geheimdienste kontrolliert werden. Ich persönlich fordere, dass die Geheimdienste abgeschafft werden. Ich weiß nicht, ob sich das durchsetzen wird, aber ich würde mir wünschen, dass Politikerinnen und Politiker die Möglichkeit haben, auf diese Entscheidungen Einfluss zu nehmen, die ebenfalls für mehr Datenschutz und Privatsphäre eintreten. Und dazu ist notwendig, dass wir wählen gehen, auch damit die Rechtspopulistinnen und Rechtspopulisten nicht gewählt werden. Alleine deswegen ist wichtig, dass gewählt wird.